Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks. Ja, als erstes, wie die Überschrift schon verkündet, habe ich eine kleine Nachricht für euch, diejenigen, die ihr nicht wisst oder denen das nicht aufgefallen ist. Und zwar gab es einen kleinen Unfall, in Anführungszeichen, bei Wargaming.net. Da haben sich nämlich Hacker Zutritt verschafft. Und die konnten ein paar Passwörter stibitzen. Und natürlich ist das Wargaming.net total unangenehm und aus Sicherheitsgründen hätten die gerne, dass ihr eure Passwörter ändert. Sie können euch nicht dazu zwingen, aber sie geben auf jeden Fall einen Anreiz. Jetzt im Moment läuft eine Aktion, Passwörter ändern. Wer sein Passwort ändert, bekommt 300 Gold. Ich habe es gemacht. Wie ihr seht, hier oben in der Ecke. Einmal Passwort ändern und ihr kriegt 300 Gold. 300 Gold ist ein Fliegenpups, ja, aber warum nicht? Und sicher ist es auch noch. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Einfach, wenn ihr World of Tanks startet, seht ihr das auch. Da ist so ein Screenshot, so ein Schloss und klickt da drauf, dann werdet ihr direkt dahin geleitet, wo das geht. Ist alles gar kein Problem. Ja, des Weiteren wollte ich euch heute mal meine schöne Ari zeigen. Das ist so meine Lieblings-Ari. Das ist die SO8. Ihr kennt ihr ja schon, habt ihr schon gesehen. Und hier in der Seite sind die Spezifikationen. Ja. Der Schaden ist ganz gut, die Sichtweite ist ganz gut. Natürlich, die ist auch schon voll ausgerüstet, ja, und befindet sich im Goldstatus. Meine Männer sind auf 100% und ihre Fähigkeiten sind auch schon auf 94%. Das haut natürlich ganz gut rein. Ja. Des Weiteren kann ich nur empfehlen, hier in die Slots einzubauen. Ein Tarnnetz, ja, damit ihr nicht direkt von jedem Pupser gesehen wird. Dann habe ich noch eingebaut den Ansetzer für Haubitzen mittleres Kaliber. Der bedeutet, die Nachladezeit, ja, wird um 10% gesenkt. Und bei einer ARI ist 10% Nachladezeit senken natürlich total klasse. Und dann habe ich noch eingebaut verbesserter Waffenrichtantrieb. Das bedeutet, ihr könnt 10% schneller Ziel erfassen. Was heißt 10% euer Ziel erfassen? Der Kreis, der sich langsam schließt, der schließt sich 10% schneller. Auch sehr wichtig bei der ARI. So, und ja, für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen mit der ARI, da gebe ich gleich noch ein paar Tipps ab. Und jetzt starten wir einfach erstmal. Tja, wie ihr seht, sind wir leider in ein richtig dickes Game reingekommen. Da sind 8er und 9er Panzer bei. Was für mich als 5er Ari natürlich eine halbe Katastrophe ist. Der Weltuntergang ist nah. Ne, so. Jetzt verpissen wir uns erstmal. Weg hier. Panzer oben ins Gebüsch. Hecki, hecki, hecki. Krass. Komm, ich bin schneller wie der Panther. Dieses Ding da. Fahren wir nicht auf die Füße. So, wir stellen uns hier in Gebüsch. Kommt das erste Ziel auch schon. Den müssen wir am besten erwischen, sonst wird echt übel. Sehr gut.
Jetzt weiß ich nicht, ob sie mich gesehen haben. Ich habe ein bisschen Angst. Hab den Baum gefällt. Nicht gut. Gar nicht gut für eine Ari, dass sie den Baum fällt. Ich fahre einfach trotzdem wieder dahin. So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und jetzt, ja. So, jetzt schauen wir einfach mal. Jetzt nehme ich einfach mal da dieses Ziel. So, und was ist jetzt wichtig? Wenn ihr mal unten guckt, dann seht ihr das, unten links dieses kleine Bildchen von der Ari. Und da befindet sich so ein Winkel. Und wenn die Kanone kann ich in diesem Winkel, kann ich die bewegen. Sehr gut. Der ist jetzt weg. Doch nicht, dann ist er jetzt weg. Erwischt. So. Und zwar in diesem Winkel vorne. Seht ihr in dem... Achtung. Ne, ich möchte auch nicht allzu viel hin und her rudern. Ich will den ja hier erwischen. Also, wenn ihr am Ende von diesem Winkel anlangt, ja, dann wird er gelb. Habe ich nicht getroffen, gibt's doch nicht. Dann wird der Balken unten gelb. Und ihr seht, mein Kreis ist jetzt mal schön zu. So, wenn ich jetzt über diese gelbe Markierung gleich weggehe, dann wird mein Kreis sofort wieder groß. Feuer. Egal, weg ist er. So, und deswegen solltet ihr die Ari immer so weit drehen, dass der Feind, der anrückt, möglichst in einem Schwenkbereich liegt. Dann könnt ihr die Ari nämlich bewegen. Sonst kann es euch passieren, dass ihr ein ganz klein bisschen eure Ari schwenkt und ihr habt das Problem, dass sich dann die Ari bewegt und dadurch halt der, wenn sich der Winkel ändert, vielmehr die Ari sich bewegt, dann wird euer Fahnen kurz wieder groß. Ach, den kriegen wir locker. Ja, ziehen wir jetzt hier hinten ab, irgendwo. Oh, hört er da rum? Ich setze ihn jetzt einfach mal hier hin. Haben wir natürlich gar nicht erwischt, von wegen kriegen wir locker. So, jetzt müssen wir mal auf der anderen Seite aushelfen. Komme ich überhaupt bis dahin? Nein. Natürlich ganz übel. Ja. Da ist der Typ noch. Hier vorne kommt einer, incoming, das ist natürlich ganz böse. Der muss auf jeden Fall weg. So, ich muss weg hier. Ich fahre jetzt mal nach vorne. Suche mir mal ein anderes Gebüsch. Was ich hier definitiv nirgendwo hab. Aber ich muss mich bewegen. Sonst war das gleich. Ferdinand ist weg, gut. Ab ins Gebüsch. Ja, ja, Hilfe, Hilfe, SOS, Hilfe. Muss er erstmal wo dran kommen. So, jetzt sehe ich natürlich nichts. Aber in dem Winkel sollte es schon bleiben. Da ist er. Ah, den IS, den kriegen wir. Feuer. Leider daneben. Übel. Sieht aber sehr gut aus. Sieht nach einem Sieg aus. Ja, der hat die Kette ab. Die Kette bestimmt repariert, bis ich nachgeladen habe. Aber ansonsten könnte ich den wunderbarst einen in allerwertesten verpassen. Volltreffer. Klatschen noch weg. Unten war die Ari. Hinterm Berg. Ja, die dürfte jetzt Geschichte sein. Kriegen den nicht weggeknallt, wollte gerade sagen. Ich sehe sie. Ja, komm noch ein Stück hier rum. Ist gut. Fahr, 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 fahr. Mistding. Sieg! Hurra! Naja,
War für mich nicht die allerbeste Schlacht, aber was ich erklären wollte, konnte ich erklären. Und das finde ich halt relativ wichtig, ja. Bei der Ari. Ich starte mal direkt nochmal neu. Das Wichtigste ist, ne, dieser Winkel vor der Kanone. Wenn ihr jetzt bei mir nicht so gut sehen konntet, weil das Bild halt relativ klein ist, müsst ihr das mal selber ausprobieren. Unten im kleinen Feldchen seht ihr diesen spitzen Winkel vor euch, ja, und in diesem spitzen Winkel könnt ihr die Kanone bewegen, ohne dass sich euer Fahnenkreuz verschiebt. Die meisten wissen das auch, das ist jetzt wirklich nur für Anfänger, ja, das ist hier kein Mega-Guide, sondern es ist wirklich Anfängerwissen. So, und jetzt müssen wir uns mal gucken, wo stellen wir unseren Hintern hin. Das ist hier immer ganz blöde. Mag ich nicht so gerne. Weil hier wird man schön gesehen, kilometerweit. Müssen wir uns so stellen, dass wir nicht direkt einen in die Fresse kriegen, was hier gar nicht so einfach ist. Wir stellen uns dahin. Da wo der jetzt fährt, da stelle ich mich hin. Circa. Ob das so clever ist, weiß ich auch noch nicht. Halt eher für total Banane. Hört mir gerade mal auf. Vielleicht will ich doch lieber in dem einen Gebüsch da stehen. Alles klar, den kriegen wir auch gleich. So, jetzt gucken wir mal. Was macht er hier? Er steht auch sehr schön. Den werden wir einfach brezeln, wenn er schön stehen bleibt. Sollen wir das riskieren? Moment mal, da steht er noch. Fein. Feuer. Habe ich nicht getroffen, das kann ja nicht wahr sein. Er steht mitten im Feld. Treffe nicht. Aber ey, hier ist auch ein schönes Ziel. Ja, schön stehen. Nicht bewegen, habe ich doch gesagt. Gut, dann bist du nochmal dran. Feuer! Hey, das ist natürlich super Vorführeffekt. Man trifft gar nichts. Könnte ich speien. Speien könnte ich da. Das ist natürlich sehr schlecht. Da jetzt Geschichte ist. Eigener Mann hat ihn erledigt, so wie es aussah. Volltreffer. Den konnte ich einen mitgeben auf dem Weg. Mir gut gefallen. Oh, was mir überhaupt nicht gefällt ist, ich komme von oben rein. Ja, dem was weg. Ich sehe schon. Sehr schön. Er hier. Ach, er steht immer noch da rum. Ja, lassen wir eben mal ein bisschen schwenken. Müb. Zack. Oh, ist er weg? Schade. Ich könnte jetzt wegfahren, ich will aber nicht. Ich muss aber. Und zwar ZZ, ziemlich zügig. Der ist aber da hochgefahren, da ist gar nichts. Wir haben schon so viele Leute verloren. Das ist mega schlecht.
gibt denn los? Sehe ich jetzt schon. Die lassen sich sowas von der Ari zersägen. Ist natürlich dümmlich, aber was soll ich dagegen machen? Gar nichts. Wir kriegen gleich Besuch von links. Das ist ein absoluter Los. Tütüt. Ah, nehmen wir den hier. Besser wie gar nichts. Hab wenigstens neue mitgenommen. So einfach ist das. So, los, und damit ist es hier auch schon wieder vorbei. Ne? Denkt dran, euer Passwort zu ändern, nehmt die 300 Gold mit. Und für diejenigen, die gar keine Ahnung hatten von der Ari, wissen halt jetzt so ein ganz klein wenig Bescheid. Habe die Erde. Tschüss.